neuer Tag, neues Türchen. Wenn mich nicht alles täuscht, sind wir fast am Ende. Also auf geht's in die 22. Und ich mache jetzt mit der 22 natürlich meine drei Reihen noch fertig. Ich hatte mir gestern mal keinen Maschenmarkierer reingemacht zum Sichern. Merkt euch das bitte, macht euch immer einen Maschenmarkierer rein, dann müsst ihr eure Maschen nicht angeln. So, ich war jetzt noch auf der geschlossenen Reihe. So, meine Süßen, ich würde sagen, ich mache mal meine drei Reihen fertig. Das war ja auf dieser Seite geschlossen und auf der anderen Seite offen. Ja, das Tuch wird immer größer. Wollen wir gleich mal messen, wie groß wir eigentlich schon sind? Ich meine, das haben wir ja jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr gemacht. Machen wir gleich mal. Moment. Ich mache jetzt noch schnell die eine Stäbchen. So. Und diesmal werden sie gesichert. Und da habe ich doch fast den Farbton getroffen. Passt doch schon fast. So. Ja, entschuldigt, ich habe meine Kästen umgeräumt. Und jetzt muss ich mich erstmal an die neue Sortierung gewöhnen. Ein Mensch ist halt doch ein totales Gewohnheitstier. So, ich messe wieder aus der Hälfte heraus, hier rüberwärts und dann nehme ich das Ganze einfach doppelt. Also ungespannt ist es jetzt bei 95, macht 1,80, macht 1,90, ungespannt. Da kommt natürlich dann noch das Waschen dazu. Und auf dieser Seite haben wir natürlich auch ungespannt. Also es sind jetzt so circa Maße 84. So, ihr Süßen, ich mache jetzt mal meine Reihen fertig. Ja, sobald das Dunkellila hier reinkommt, macht die Kamera das Bild immer relativ blass. Das ist aber weiß, versucht das Dunkle auszugleichen. So, ich mache mal schnell unsere zwei Reihen jetzt hier nur noch fertig, also drei Reihen sollten es ja insgesamt sein. Eine habe ich ja schon geschafft, das heißt zwei fehlen noch und die mache ich jetzt mal schnell. So, meine Lieben, wenn wir unsere drei Reihen endlich fertig haben, endlich, weil das Tuch wird immer größer, es ist schon mittlerweile eine ganz schöne Strecke, machen wir jetzt eine Reihe. Ja, jetzt geht es mal wirklich nur um eine Reihe und zwar eine Reihe komplett über das gesamte Tuch geschlossen. Das heißt hier nochmal auf jedes Stäbchen ein Stäbchen, dann unsere Spitze mit den zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen und hier runterwärts nochmal ja auch alles geschlossen. Das heißt auf jede Luftmasche ein Stäbchen und auf jedes Stäbchen ein Stäbchen, so dass man jetzt diese offenen Bereiche hier, diese 1, 2, 3, 4, 5, jetzt mit einer Reihe geschlossen abschließen und hier werden es dann insgesamt vier Reihen geschlossen. Also jetzt einmal Stäbchen und hier Stäbchen und alles zumachen, dass wir das jetzt, dieses hier, einmal drüber führen. Und ich glaube, dann ist mein Knäuel für heute auch schon wieder alle.
Gut, auf geht's noch einmal in das fröhliche Stäbchen häkeln. Einmal hier hoch, einmal hier wieder runter. Und dann sehen wir uns, entweder wenn meine Wolle alle ist oder dann zum nächsten Muster. So, meine Süßen, ich bin einmal fertig mit der Reihe. Und damit auch leider heute schon fertig mit dem Türchen. So, jetzt haben wir hier unsere 1, 2, 3, 4, 5 offenen und die eine geschlossene Reihe drüber. Da sind wir jetzt komplett geschlossen. Und das bisschen, das reicht wieder nicht. Wir schauen morgen in unser Türchen, wie es mit der Wolle weitergeht. Ich bin schon mega gespannt. Hoffe, das Tuch macht euch jede Menge Spaß. Und ihr seid morgen wieder mit am Start.